Hallo ihr Lieben, heute bin ich hier im Studio von Radio B6 aus Eilenburg und am Turntable ist Max und am Mikrofon ist Patrick. Patrick, seit wann moderierst du? Seit 5 Jahren. Wie hast du denn diese Hobby entdeckt? Das war durch die Familienfeier damals. Und Musik lag so richtig im Blut bei dir. Und du wolltest unbedingt als DJ oder Radiomoderator. Und das hast du so geschafft, deine Wünsche. Genau. Und wie viel seid ihr? Wie viel Mann seid ihr? Zwischen 3 und 5 Leuten. Ja, okay. Es gibt ja nicht nur Moderatoren, sondern auch DJs und redaktionelle Leute, die redaktionell unterwegs sind. Jetzt machst du so live, ja, wie viel Mal machst du das? Das kann immer schwanken. Am Wochenende sind immer Freitag und Samstag. Wenn in der Woche ein Feiertag ist, in den Feiertag hinein. Okay. Und wie können die Leute dich so erreichen? Kommt ihr hier auf unsere Webseite www.radio-b6.de laut.fm/radio-b6 könnt ihr uns hören. Nochmal langsam, damit die Leute mitschreiben können. www.radio-b6.de oder auf laut.fm/radio-b6. Alles komplett. Okay. Und eine Technik ist so Max, ja? Genau. Und seid ihr so von Anfang an zusammen? Nein, das ist doch wieder gespannt. Okay. Und du bist Gebürtiger aus Eilenburg? Nein. Nein, du kommst auch? Als Strom bin ich eigentlich in Torgau und bin dann weggezogen ins Ahrtal und von dort wieder als Zug. Aha, okay. Und seit wann bist du hier in Eilenburg? Seit 1 Jahr und 2 Monaten. Okay. Und dann hast du so Max so kennengelernt? Das war vorher. Ach, vorher schon. Ich habe das erst mit dem Arsch angefangen. Und wurde sie gegründet. Danach bin ich nach Hackens gezogen. Dort habe ich den Max kennengelernt. Der hat dann auch erzählt, also was er macht. Dann haben wir so ein paar Proben durch Leute gemacht. Und dann ist es halt so entstanden, dass er da mitmachen wollte. Ich kann auch wieder mitmachen, der die Technik beherrscht. Ich habe die Blogger-Radio quasi. Wir wollen einfach größer werden. Und dann tun wir jetzt noch einen Verein von uns, die wir gehört haben. Ich kann da mitbloggen und dann schauen wir, wo es endet. Und jetzt läuft es live. Ich hörte dir deine. Wie ist das? Kannst du so gleich sagen? DJ Mambo und YouTuber, kannst du so gleich? Kann ich auch gleich. Ja, also zu Gast. Ich brauche aber erst die Kopfhörer. Max. Du hast aber eine Technik drauf. Okay, das gehört dazu, das gehört dazu. So, auch in 2 Wochen zum Eilenburger Stadtfest 2024. Nicht nur unser Radio B6 Team, sondern auch DJ Mambo mit dabei. Der ist gerade auch hier im Studio. Als YouTuber. Guck dir schon mal die Technik an. Mach ein Promo-Video. Und dann würde ich sagen, wir feiern wir von Linken bis zum Wolken auf der Bühne am Torbogen direkt durch. Samstag haben wir die komplette Bühne für uns von 10 bis 1 Uhr in die Nacht. Also auf jeden Fall Bühne am Torbogen und Stadtfest Eilenburg 2024 mit dabei sein. Heute bin ich hier im Studio von Radio B6 hier in Eilenburg bei Patrick und Max. Und Max ist so am Turntable und ich stehe hier vor die ganze so und so sieht so Radio B6 Studio. Alles
Oh, da sind wir noch mehr. Ich stehe nur, wo ich heute. Also, und für Stadtfest, da bin ich DJ Mambo. Und heute bin ich YouTuber und ich bin zu Gast hier im Studio. Also, wir sehen uns. Nämlich so mehr. So sieht er aus hier im Studium. Er bereitet schon so nächste Titel. Max. Super. Und wie lange brauchst du so, weil wenn du so umziehst, irgendwo hin, wie lange brauchst du so aufbauen? Die Zeit? Aufbauen, circa 2 Stunden. Mhm. Weil das ist ja ein kompletter Tisch. Den muss man auch immer so tragen. Ach so. Der passt gerade so durch die ganzen Türen. Baust du erstmal das ganze Monitor so ab? Das ist ja alles an einem Balken, also an einem Pool. Ja. Noch ist es einer. Noch sind es 3 unterschiedliche Mundverhaltungen. Das wird alles an ein System angekommen. Das nennt sich Yellowtech Mika. Und da kommen 3 Stück dran. Und dann kommen noch 2 neue Monitore. Insgesamt sollen eigentlich mal 80 Monitore werden. Weil für jedes System braucht man einen Monitor, dass man nicht immer rumswitchen muss. Und wie ist das mit den Wunschtiteln? Jeder kann das so wünschen. Jeder kann wünschen, aber tun so gut wie es gibt. Gibt es so Telefonnummer dazu, ja, oder wie? Auch. Und direkt so an die WhatsApp. Genau, alles funktioniert per WhatsApp. Ihr könnt natürlich auch durchrufen. Wir wünschen es aber eher per WhatsApp, per Sprachnemo, per Text. Die Nummer wäre 03423 616. Und werden so jeder Wünsche erfüllt oder sagt er, wir haben diese Titel nicht, oder wie? Wir sind ehrlich, wenn wir die Titel nicht haben, schreiben wir das dazu. Ansonsten versuchen wir die Titel schnellstmöglich über die ganzen Klassenfirmen zu finden. Wir kriegen die meistens auch präsentiert, quasi kostenlos zugeschickt. Musikwünsche tun wir so gut wie möglich erfüllen, wenn sie ins Programm passen. Wenn es gerade mal nicht dazu passt, schreiben wir es auch dazu gerade, dass es gerade nicht passend ist. Sonst aber uns freuen, wenn wir nächstes Mal wieder ein Musikwunsch kommen. Und bei Live auch gemacht. Da haben wir quasi noch gar nichts großartig, außer mal drei, 4 Zuschauer. Auf Livestream, was die Webseite angeht, das ist unterschiedlich, das schwankt zwischen 30 und 150 Zuhörern. Wir hatten auch schon mal mehr, das waren schon mal 400, 500. Okay. Und von wann, wenn du so Live-Sendung gehst, von wann bis wann? Theoretisch, wenn wir jetzt mal von dem Freitag und Samstag ausgehen, von 20 Uhr jeweils, quasi bis Open End, das kann mal um 1 Uhr nachts sein, das kann aber auch um 7 Uhr sein. Ab um 7 ist dann unser Kollege Marco Gogga, live von hier aus Berlin. Der macht dann meistens die Samstag- und Sonntags-Morning-Show. Dann wirklich wunderbare Woche in der Heimsendung und ja, und in welche Musikrichtung wird so am meisten gewünscht? Schlager werden so beispielsweise gewünscht, 90er, 80er, ab und zu mal ein aktueller Pop-Hit, das ist Ding. Okay. Also ich bedanke mich für dieses Interview und wir sehen uns. Ganz gerne wieder. Genau. Und wir sehen uns zum Stadtfest. Ja, da bin ich dein Co-Moderator. Genau. Ich rede jetzt mir auch beim Stadtfest 2024 in Einburg mit dabei, vom Freitag bis zum Sonntag.
tun wir auch live übertragen die Bühne am Turbo. Könnt ihr, also die, die nicht dabei sein können, können auf jeden Fall am Radio einschalten, www.radio.de. Aber auch so reinhören. Wie gesagt, Stadtfest 2024 Einburg vom 7.-9. Der Samstag komplett wieder am Turbo mit dem Radio für 6 Team und DJ Mambo auf jeden Fall. Aber immer schön dranbleiben. Und der DJ Mambo macht immer YouTube. Und einfach bei YouTube Manuel Augusto und da finden Sie meinen Kanal und da finden Sie die sämtliche Videos und sogar von heute mit Patrick und dem Max. Da können Sie so Ihr Kommentar schreiben, alles und die Anregung über Radio. Sie sehen ja, wer so im Radio steckt. Im Radio, sie hören bloß die Stimme und die heute sehen sie so live, der Moderator hier. Genau, super. Na dann, also, Dankeschön, schönen Abend noch und viel Spaß bei der Sendung. Und ich hoffe, dass sie so viele Klicks oder viel einschalten. Okay, ciao. Ich glaube an euch, dass ihr einschaltet. Ja, na super. Bei so geiler Mucke. Tolle Musik, sage ich. Also, ciao.